Seid grüßt zu einer neuen Folge von Curse of War. Also ist jetzt, wie heißt es? Update, genau, Update-Neuerung, genau. Update 39 kam gestern raus, gestern Abend. Relativ kurios, dass abends rauskommt, nicht morgens. Ich habe jetzt hier halt das Overlay vom Stream übernommen, weil ich jetzt keine Lust hatte, alles nochmal auszumachen, zu wechseln etc. Muss jetzt mal gucken, ob ich überhaupt auf die neue Map komme, weil auf der neuen Map gibt es halt Änderungen und der Blitzscan ist neu. Ja, ich habe mir einfach gekauft, schnell, und da einfach direkt mal gespielt. Und wir spielen jetzt einfach direkt auch nur Design Runde, weil Shots of War ist ja mittlerweile, ne? Mache aber trotzdem die Update Folgen weiterhin. Und wissen wir, ob ich das richtige Lauter drin habe? Wahrscheinlich nicht. Gar nicht drauf geachtet. Neuerungen. Ja, es gibt keine Batteriedrohnen mehr. Batteriedrohnen wurden entfernt und stattdessen durch zwei Mech-Suits ersetzt. Die dann jeweils wie Drake sind. Einer läuft die Top-Lane, einer läuft die Bot-Lane. Wir haben die erobert. Mal schauen, was so wird. Also mal gucken, was mein Team so kann, ob wir das überhaupt präsentieren können. Wir haben im Gegnerteam einfach schon ein Dreier-Team. Also, ich weiß nicht, ob da mein Team auf irgendeine Art und Weise mithalten kann. Deswegen einfach mal schauen. Wenn er überladen wird, ist ja echt schlimm. Ich bin seit fast 2 Minuten hier. Na komm. Geht doch. Du hast richtig Loadout mit? Natürlich nicht. Kein Blitz ohne Kyrogeschosse spielen. Das ist echt. Das ist tödlich. Sehr tödlich. Aber wie lange habe ich das letzte Mal gespielt? Der neue Skin. Ja. Huch. Sieht ziemlich nice aus. Die Waffe. Ja. Die Waffe. Ultra nice. Der Rechtsklick ist noch besser. Der Rechtsklick sieht richtig gut aus. Ich habe keine Musik am Laufen, das wundert mich gerade. Ich habe gestern Titanic gespielt und dort brauchte ich gar keine Musik, so laut wie das einfach nur war, das Game. So, der Striker. Ja, ich gehe einfach mal runter. Ich habe keine Vision Points mehr. Das ist das Größte, was mich irritiert. Keine Vision Points mehr. Ich dachte, es wäre vielleicht nur so ein kleiner aber Vision Points wurden entfernt. Rechtsklick. Boom. Ich habe noch Einstellungen vergessen zu ändern. Aber kurz. Zack, zack, zack. Zack, so. Haben wir es erledigt? Ja, Problem ist, keine Vision Point, ne, du siehst halt nicht, ob du jetzt gegankt wirst oder nicht. Du hast null Vision. Die Gegner sind einfach, können überall sein. Ja, das ist richtig problematisch. Gut für auch wieder ein eigenes Team, ne, aber Sache ist halt, wir wissen halt jetzt nicht, können wir das Ding jetzt machen oder können wir es nicht machen? Wir sind zwar ein bisschen geschützt. Durch die Wall da vorne. Aber im Großen und Ganzen ist das schon high risk hier. Okay, die haben sie schon genommen. Guck da, die hätten sie nicht kommen sehen. Die wird als Supporter in 3 Leute reingelaufen. Klar, wir haben nicht mehr genug reagiert, nicht gestunt etc. Aber im Großen und Ganzen einfach, jetzt sind 3 Leute rein. Nice. Ja, immer noch. Okay. Blitz habe ich schon in Ewigkeit nicht mehr gespielt. Aber immer noch gut drauf, was das Spiel hier angeht. Ja? Nichts verlernt. Derzeit. War gestunt. War gestunt gewesen. Gibt's ja gar nicht. Die gekriegt beim Jump. Nice.
Der Pulser, der macht einen guten Flächenschaden. Ja, schreibt wieder irgendwas, Leute. Schreibt wieder was. Sag mal, wer das ist. Irgendwie kein Supporter sehe ich gerade. Aber war mir egal. Ich habe einfach Blitz gewählt. Wie ich das mal gefunden hatte, weil die ganze Zeit in Nils. Wie sind die eigentlich Level vorne? Wie viele Kills haben die denn? Zwei. Der Kalibro ist zweimal gestorben, ernsthaft. Und die Drakes jetzt in einer Minute. So, haben wir den Ding hier schnell? Ja. Haben wir halt diese Messsuits ziehen könnten vielleicht. Zeit zu gewinnen. Auch zu Flame-Mädel. Ja, der riesige NATO, du siehst nicht mehr, ob jemand kommt. Dann habt ihr gegangen oder sonst irgendwas. Zack, da. Sind sie ready. Das Ding zu früh angenommen. Egal. Tankdrohne vor the win. Boom. Ja. Boom. Hat's gemacht, Leute. Tower hat mich getroffen, ernsthaft. Die haben Ulti. Komm nicht ran an die Alte, ne? Ich kam nicht ran an die, um die zu disablen. Ich war zu weit weg. Ich war genau an der Range-Grenze. Libertät 04. Ich krieg sie nicht, Freundchen. Komisch, denn dass man irgendwie jede Ulti abbrechen kann anscheinend mit derselben außer Blitzern Ulti. Wir wollen einfach weiter. Tut einfach so, als wäre nichts gewesen. Ach komm, lass ihn mal. Komm mal. Versuchen den Drake. So. Elbe hat getroffen. Ich hab kein Life. Durch die Wände. Ach, Blitz kann durch Wände schießen. Leckenstock im Arsch. Wieso kann er durch Wände schießen? Alle anderen können das nicht. Ja, ist halt der Top Drake, ne? Der läuft ja die Top Lane durch. Jetzt machen sie den Bot Lane Drake. Alter. Kann er durch Wände schießen? Gibt's da gar nicht. Wird doch voll abgemüht. Dann sowas. Das ist übertrieben mies. Die Kreisen. Einfach 5 Sekunden lang, glaube ich. Oder 4, ich weiß gerade gar nicht. Irgendwas hatten sie gesagt. Jetzt haben sie alles. Jetzt haben sie Botlane. Komplett, wir haben die Midlane-Tankdrohne. Der Win halt Schnauzer. Und wir spielen mit Randoms gegen ein Dreier- bis Vierer-Team. Ich weiß, nee, kriegst du, nee, die Schildkröten. Also die Chilischoten sind, glaube ich, Russen. Kommt halt vor, dass du mit Randoms gegen ein Dreier-Team verlierst, ja? Gibt's alles. Ja. Verstehe auch gar nicht, was der da vorne macht. Alter, das Ding, ich stand doch niemals im Kreis. Ich stand doch niemals im Kreis. Ah.
Aber der Skin ist nice, das muss ich sagen, ja. Der Skin ist nice. Krass, ihr könnt euch übertrieben gut splitten. Der Split-Push ist wieder total OP. Der Split-Push war ja eine Zeit lang echt ätzend. Wegen den Drohnen. Ne, wegen den Towern, dass sie sich ja wieder heilen. Setzt meine Ulti jetzt nicht ein, weil es einfach useless ist. Guck mal, Kalibro von der Seite gleich. Da ist er. Ihr ultet. Ich. Ah, ne. Ist schon wieder Ulti ready, ja, der Typ. Abgesehen davon, dass man sie kommen gesehen hat, ja, wird er trotzdem rein. Er denkt halt, ne, Tank OP. Wir ultet die nicht. Weil er ist so ultet, der hätte nicht genug Schaden gemacht. So, die wollen die Tankdrohne machen. Die haben die Tankdrohne gemacht. Den Tower ist logischerweise gefallen. Mit Messud und zwei Artilleriedrohnen. Von der Minion Wave ist das wohl, sollte dies auf jeden Fall drin sein. Darf man das Elbe nicht benutzen? Wenn ich die Kalibro nicht sehe. Der läuft doch mal verstehen, ne? Der läuft nicht weg oder so, ne? Immer einfach weiter Auto-Tags. Bastion ist auch total OP. Bastion stirbt irgendwo dort hinten. In der Nähe des ehemaligen Vision Points. Ich weiß gar nicht, wie Kalibro jetzt gestorben ist. Auf jeden Fall ist er gestorben. Ja, einfach mal die Toplane. Weil, was soll ich gegen 2 gegen 5 für Midlane oder 2 gegen 4 Midlane deffen? Split Push wird total OP. So, der darf schon mal außen rumlaufen. Sehr gut. Ja, alles Zeit. Junge, hast du froh, dass der, kannst du froh, dass der nicht getroffen hat? Hihihi. Nein, was? Scheiß Minions. Dass der Bull auch nicht gestorben ist, ne? Jimny Ulti war schon mal voll für den Arsch. Ja, meine nicht, weil ich habe einen Kill gemacht. Pulsar Ulti war für den Arsch. Bestien weiß ich nicht, was der gemacht hat. Ja, er hat den Bull auch gefokust. Striker, ja, kam gerade erst wieder, weil der eben gestorben ist. Und Kalibro, keine Ahnung. Kalibro war auch tot? Keine Ahnung. Hab's. Kalibro halt. Botlane lasse ich fallen. Kein Bock zu verteidigen. Raum auf die Midlane. Und den Drake machen wieder. Toplane. Kalibro geht gucken. Dass sie nicht in den Mech gekommen sind, ne? Dass sie nicht mitgelaufen sind, ich versteh's nicht. Jedes Mal laufen die hinterher, durch, die laufen hinterher und urplötzlich machen sie es nicht. Echt krass. 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 Da werden wir also nicht ein. Wahnsinnig. Okay, jetzt sind sie hinterhergelaufen. Jetzt, wo sie alleine waren, weil wir sind nicht hinterhergelaufen, sind irgendwie dort stehen geblieben anscheinend. Keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall nichts geleistet.
außer zu sterben. Es steht auch 07. 1807. 03 ist noch vollkommen okay. Ja, 03 ist noch vollkommen okay. 1-2 auf jeden Fall, okay. Okay, du bist am Arsch, Calibre. Die Tankdrohne machen. Was brauchen wir? Ja. Also Calibro und Bastion haben wir richtig verkackt, ey. Push. Wir pushen, Junge, du musst deffen. Und deffen ist nicht pushen. Mit dem Kyro-Geschoss. Dreimal Kyro-Geschoss. Okay, ich bin voll am Arsch, oder? Sowas von am Arsch. Kyro-Geschoss, oder? Aber Zed hat keine Kyro-Geschosse. Das ist kurios. Aber Jimmy hat Kyro-Geschosse. Ultra mies. Alter, stand mitten im Kreis. Und dann mal wieder raus. Alter, stand nicht im Kreis, wollen die mich verarschen? Junge, du bist tot. Kyro-Geschoss, OP. Okay, der Disable vom Mech-Messuit, der war mies. Der war richtig mies. Ich zuerst gestunt wurde und dann es im Disable drin war. Aber ist egal. Wenigstens noch eine schnelle Runde. Könnten da durchschießen? Hat ihre Passive benutzt. Ich gerade genug erkennen. Oh Gott. Achso, mein Bild ist wieder weg. Ist ja cool. Ja, mein, ich muss mir das jetzt den Screen anschauen. Ich kann den Chat leider nicht wegmachen, weil sich mein Bild geschlossen hat und ich nicht mehr öffnen kann. Ja. Das heißt, ich kann nur meine Statistik angucken. Und ich habe eine. Ja. 08 Bastion, 1.10 Kalibre. Aber die Erfahrungspunkte gar nicht, die insgesamt gefarmt wurden. Die meisten Erfahrungspunkte mit Abstand. Traurig, oder? Weiß es nicht. Aber das war's. Ja, das war das Update. Ich guck mal kurz ins Forum, was da noch alles drin stand. Splitskin, ja, ein veränderter Map, haben wir ja gerade gesehen. Kyro-Geschosse verlangsamt mit langsamer. Die Heilungsdinger nach Drohnen verschwinden nach 60 Sekunden automatisch. Allianzkriege, genau, Allianzkriege. Kann ich gerade nicht. Ich muss das Spiel neu starten dafür. Wenn ich es starten könnte. Zu. Genau, kurz ein Pausebildschirm. Das ist ein Pausebildschirm, ja. Ich schaue zuvor hier unten. Allianzkriege, total vergessen. Es gibt Allianzkriege, ja. Kann andere Allianzen herausfordern. Jo. Ich mache da das Bild mal kurz aus. Wenn wir was sehen können. Und zwar Allianzen, Kriege. Also, ich muss erst einstellen, dass ich am Kriege teilnehmen will. Ich werde es mal aktivieren. So. Okay. Geht doch nicht. Ich dachte, das würde damit gehen. Aufnahmebedingungen halt, ne, aber. Ja, keine Ahnung, wie war, kannst du hier an Allianzen, die halt an Allianzkriegen teilnehmen wollen, ne, draufschreiben, anschreiben oder anklicken, dann würden die automatisch herausgefordert. Kommt dann direkt in einem Custom-Game-Modus. Drei Leute müssen aus der Allianz sein.
Sie können zwei Randoms einladen, oder du kannst zwei Randoms einladen, aber drei müssen aus der Allianz sein. Matches, Siege, Rivalen, ich weiß nicht, Anzahl verschiedener Allianzen kämpfen. Achso, verschiedene Allianzen, okay. Das ist not bad, da man nicht immer die gleichen herausfordert, so gesehen. Was gibt's noch? Es gibt eine Pause-Funktion. Eine Pause-Funktion in Custom Games. Und man kann jetzt hier Draft-Modes machen. Das heißt, Turnier-Draft bedeutet, man kann bannen, kein Bann, ein Bann, zwei Bann oder drei Banns. Oder man macht Ranked-Draft ohne Banns. Ziemlich nice. Das ist sehr wichtig. Also das hier ist sehr wichtig. Das wird alles verändern, auf jeden Fall. Wenn die das ab Sonntag schon machen, dann verändert das alles. Hoffe ich. Und das war's schon, ja. Pause-Funktion, man kann halt Pause drücken in Custom Games. Falls irgendwas sein sollte, Disconnect etc. Drückt man die Pause. Und dann GG. Und das war's dann. Das war's schon. Und somit verabschiede ich mich für Update 39 und man sieht sich vielleicht wieder in Update 40. Haut rein, Kinders.